In der ersten eigenen Excel-Datei geht es darum, eine Klassenlagerabrechnung zu erstellen. Im Arbeitsheft hast du so auf Notizpapier notiert die Einnahmen und die Ausgaben. Und natürlich geht es nicht nur darum, diese Daten übersichtlich darzustellen, sondern vor allem auch mit ihnen zu rechnen. Beginnen wir mit Excel und zwar mit einer neuen leeren Datei mit einem Doppelklick auf Excel Arbeitsmappe. Und wir beginnen gleich mit der Eingabe. Der Titel soll etwas größer und fett sein. Und damit wir etwas mehr Platz haben, klicken wir zwischen die erste und zweite Zeile und ziehen die etwas in die Höhe. Anschließend bei A3 kommt der Untertitel Einnahmen. Auch dieser Text größer 14 Punkt und fett. Lassen wir mal diese Kalibri als Schrift, das kommt im Moment nicht so drauf an. Dann bei B5 beginnt es mit der eigentlichen Auflistung und du siehst, dieser Text reicht jetzt über die Spalte hinweg. Wenn wir nun den Betrag in der nächsten Spalte eingeben, so wird der Text abgeschnitten und das ist doch ziemlich hässlich. Die Spalte kann in der Breite ganz einfach verändert werden, indem du hier in diesem Zwischenraum ziehst und für den Betrag brauchen wir hingegen nicht so viel Platz, da reicht das vollkommen. Hier kommt dieses A hinein, auch hier brauchen wir weniger Platz, nur etwa so und ebenso für den Schülerbeitrag. Und du siehst, die Erfassung der Daten ist doch recht einfach.